Wir sind die einzigen Lebewesen auf dieser Erde, die wissen, dass das Leben vergänglich ist. Und am liebsten verdrängen wir diese Tatsache. Ich bin der Meinung, dass wir diese Erkenntnis nicht verdrängen, sondern sie eher als Antrieb nutzen sollten. Was wäre, wenn das Leben morgen schon vorbei ist? Wärst du glücklich und vollkommen, oder hättest du das Gefühl, etwas nicht gemacht zu haben? Also, steh auf und leb jede Sekunde, als wäre es deine letzte. Wir haben so wenig Zeit auf dieser Erde und Menschen befinden sich in Kriegen. Menschen werden ausgegrenzt, als die kurze Zeit des Lebens in Frieden und im Miteinander zu genießen. Deshalb liebe ich die Musik so. In der Musik findet sich jeder irgendwo beheimatet. Musik verbindet. Mit der Musik kann ich die Vergänglichkeit ein wenig austricksen und der nächsten Generation auch noch einen Teil von mir hinterlassen. Ich möchte was hinterlassen. Wie sieht's bei dir aus? Vielleicht ist das jetzt unsere Zeit. Let me show you something. Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses und beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen. Musik ist das schönste aller Geräusche, das beste Heilmittel für die Seele. Ein Universum voller unvergesslicher Momente, Erinnerungen und Gedanken. In meinem Kopf wirren Milliarden von Gedanken rum, die mich wahrscheinlich irre machen würden, ohne Musik. Egon und die Musik. All diese Gedanken und Gefühle stecke ich in meine Songs. Mir ist es wichtig, über Themen zu schreiben, die mir nahe gehen. Das liebe ich besonders an der Musik. Diese Nahbarkeit. Du ziehst dich quasi aus vor deinem Publikum, zeigst deine Seele nackt und angreifbar und lässt dich nur betrachten. Irgendwie auch gruselig. Aber durch deine eigenen Songs lernst du den Menschen nun mal am schnellsten und am besten kennen. Songs sind wie kleine Pakete, die man mit Stories, Gedanken und Emotionen füllt. Und diese Pakete trage ich dann immer mit mir rum und kann sie immer öffnen, um sie zu singen oder die Gefühle der jeweiligen Situation wiederzuspüren. Fühlt sich nicht an wie Abschied. Irgendwie bist du noch immer hier, wenn die Zeit an uns vorbeizieht. Ich trage dich jeden Tag in mir, nur du kennst mich. So schön. Danke dir. Wie kommst du auf solche Melodien? Also eigentlich habe ich nicht mal so richtig Ahnung von Musik, um ehrlich zu sein. Ich probiere mich so ein bisschen aus. Also ich kann keine Noten lesen, ich habe das nie gelernt. Aber ich weiß so ein bisschen, wie die Tasten einfach gut zusammenklingen. Und dann hat es viel mit Improvisieren, glaube ich, einfach zu tun. Aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, dass man die Akkorde, Namen und so nicht kennt, solange das für mich irgendwie Sinn macht und gut klingt. Ich kann keine Noten lesen, weiß nicht, was ein Quintenzirkel ist. Ich kann mich auch nicht wirklich an einen Takt halten. Klingt schon schön. Danke. Ich probiere mich einfach so ein bisschen aus. die Zusammenarbeit ist sau schön. Manchmal auch anstrengend, wie jede Zusammenarbeit, glaube ich, ist. Weil er sehr, sehr krass seinen eigenen Kopf hat, wo man ab und zu auch mal sagen muss, kannst du uns bitte auch glauben? Meistens kommt er schon mit irgendwelchen schönen Ideen her und meint so, ich habe da was geschrieben. Also ich glaube, sein Dropbox-Ordner ist voll mit irgendwelchen Demos, die er nachts um 3 geschrieben hat, obwohl er morgens um 6 aufstehen muss. Nach Sessions ziehe ich mich gerne wieder zurück und werkle einfach weiter an den geschriebenen Song rum. Bei mir zu Hause arbeite ich im kreativen Chaos, was mich irgendwie total in den Bann des künstlerischen Prozesses zieht. Das sieht man auch in meinem Zimmer, wo es gefühlt keine weiße Stelle an meiner Wand gibt. Überall hängen Zeichnungen, Bilder oder Texte. Dort schreibe ich Songs, spiele Klavier, Gitarre, produziere Demos, designe Merch, kritzel irgendwelche Zeichnungen in Bücher oder an Wände, schneide meine nächsten YouTube-Videos, arbeite an meiner Website rum oder ja, philosophiere über meine nächsten Projekte. Ich liebe es, kreativ zu sein und vor allem neue Dinge zu lernen. Ich hatte damals ein paar Monate Klavierunterricht bei meinem Cousin.
Seitdem bringe ich mir das Klavier, Gitarre, das Produzieren und auch das Singen autodidaktisch bei. So try and error. Wenn du auf etwas Bock hast, dann hab keine Angst, sondern probier dich einfach aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dazu lernst. Viele sagen, sie können nicht malen oder singen, dabei haben sie es noch nicht mal probiert. Jeder kann zeichnen und jeder kann singen. Es geht nur darum, wie oft du es schon probiert hast. Je öfter man Dinge macht und vor allem je öfter man Fehler macht, desto mehr lernt man. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein kleiner Wissenschaftler. Wie Daniel Düsentrieb aus DuckTales. Ich habe echt so einiges auf meiner Liste, die ich kreieren und noch lernen möchte. Ich bin allerdings unglaublich selbstperfektionistisch, womit ich mir wirklich selbst oft ein Bein stelle. Jeder Strich, jeder Buchstabe, jedes Zeichen, ja, jeder Ton muss perfekt sitzen. Sonst stelle ich ganz schnell alles in Frage. Wer bin ich und was möchte ich sein? Das ist wahrscheinlich noch irgendwie meine mir selbst gestellte häufigste Frage. Am besten wäre, das eigene Ego mal zurückzustellen und einfach zu machen. Ganz ohne nachzudenken. Das fällt mir allerdings noch sehr schwer. Wenn ich mich mal zu sehr in Gedanken verliere, habe ich aber zum Glück meine Freunde, die mich irgendwie immer wieder aufbauen. Freundschaft ist das Wissen, mit keinem Problem alleine zu sein. Ein Band zwischen verschiedenen Seelen, die aufeinandertreffen und Vertrauen, Zuneigung und Liebe zeigen und spüren lassen. Meine Freunde bauen mich irgendwie immer wieder auf. Zumindest für eine kurze Zeit. Irgendwann musste ich mich dann aber zurückziehen. Social Battery aufladen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist für mich, um nicht kaputt zu gehen. Hey Brudi, warum bist du schnell abgehauen? Ist alles gut? Ich mach mir echt Sorgen, Mann. Ich kann gar nicht sagen, ob das gelogen ist oder nicht. Das Leben als Person des öffentlichen Lebens hat nun mal auch seine Schattenseiten. Ich glaube, dass Menschen oft gar nicht so bewusst ist, dass auch hinter Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine Person ist, die ihre eigenen Sorgen und Ängste hat. Auf Bühnen geht es mir jedenfalls immer gut, weil ich dort genau das machen kann, was ich liebe. Ich glaube, da gehöre ich zu den extrovertiertesten Personen der ganzen Welt. Ich kann aber auch gleichzeitig beim Kennenlernen von neuen Personen die introvertierteste und schüchternste Person sein der Welt. Ich danke für schon immer auf Bühnen. Mit 6 Jahren wurde ich Teil des jungen Ensembles des Friedrichstadtpalastes. Und so stand ich schon im jungen Alter auf der größten Theaterbühne der ganzen Welt. Der Palast prägte mich stark in meiner Bühnenpräsenz und natürlich auch in meinem Wunsch, selbst Künstler zu sein. Er liebte es, er hat es mit absoluter Ernsthaftigkeit aufgesogen und konnte zu Hause schon als kleines Kind die gesamte Vorstellung mit allen Rollen alleine tanzen, singen, mit Texten, schon in einem Alter, wo es echt niedlich war, weil er den Inhalt noch gar nicht nachvollziehen konnte. Und von Anfang an habe ich gemerkt, dass er ein Faible hat, also auch schon, wenn er eine kleine Ukulele hatte und damit gespielt hat und geprost hat. Und dann eben auch als Ballerino da dann eben selber in den Friedrichstadtpalast ging, hat man schon gemerkt, dass er das unglaublich gut kann. Genauso wie mein Papa mich prägte mit seiner Musik. Ich saß als kleiner Junge immer am Bühnenrand von meinem Dad, wenn er mal in der Stadt spielte. Seitdem wusste ich, dass das genau das ist, was ich mal machen möchte. Irgendwann fragte mich meine Schwester, ob ich mir vorstellen könnte, bei The Voice Kids mitzumachen. Also ich habe das Jahr, bevor Egon bei The Voice Kids mitgemacht hat, schon selbst als Tänzerin im Finale mitgemacht und dachte damals schon, hey, das wäre sowas für Egon. Und habe dann direkt Egon geschrieben und meinte, hey, das wäre doch voll was für dich, überzeug meine Mama, let's go, that's your chance. Ich glaube, jetzt ist halt das letzte Jahr, wo du das noch machen könntest, vom Alter her. Zu der Sache mit den Castingshows, ich halte auch nichts davon, aber ich finde, The Voice ist ein bisschen anders. Bei mir WhatsApp ununterbrochen von Egon. Ich dachte, oh, was will denn der? Und schrieb, jetzt die Bewerbungsfrist läuft hier gleich um Mitternacht oder irgendwie ab. Als er dann sich bewarb bei diesem Voice Kids, da habe ich zu ihm gesagt, mach das nicht, schrecklich. Wir haben wirklich diskutiert. Weil ich kannte es zum einen nicht so ganz. Ich habe das ab und zu, hat man natürlich mal auch diese Sache wie mit dem Dieter Bohlen gesehen. Da habe ich immer nur gesehen, dass eigentlich die Kinder erniedrigt werden und bloßgestellt werden. Und er hatte aber dann so diese
oder dieses eine Argument. Ich möchte mich einfach mal einer professionellen Jury stellen, um zu schauen, ob ich denn vielleicht eine Chance hätte. Und da habe ich dann gesagt, okay. Stell dich von meiner Mitte. Voice Kids kannte ich bis dato gar nicht. Ich war überrascht, muss ich wirklich sagen. Aber das, am meisten überrascht war ich dann, wie er singt. So tief berührend, das war auch für mich eine Überraschung. Als ich dann gesagt habe, okay, ich erlaube das jetzt, wir füllen das alles aus, ich bin an deiner Seite, habe ich doch nie gedacht, dass der wirklich Runde für Runde, in jeder Runde, wo das dann hieß, Egon ist weiter, da haben wir uns beide mal gemerkt, what? Yo, 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 Egon, da höre ich ja nur Gutes von dir, ey. Weitermachen. Dein Crow, peace. The Voice war krass für mich. Ich habe nie damit gerechnet, überhaupt angenommen zu werden und gewann am Ende diese Show sogar. Das war eine ganz besondere Zeit für mich, die ich sicher nie vergessen werde. Also ich habe, wenn ich bei The Voice in diesem Stuhl sitze, habe ich meistens ein sehr, sehr klares Gefühl. Und bei dir war das so. Und das war intuitiv, es war schnell, es war aus dem Bauch heraus. Und es war die beste Entscheidung, die ich in dem Moment hätte treffen können, weil da jemand saß, der Musik liebt und der Musik nicht überlegt gemacht hat, sondern eben so, wie er es gerade gefühlt hat und sich dazu auch noch selber begleitet hat. Und für mich war das, als ich mich dann umgedreht habe und Egon gesehen habe, war das für mich so ein, da war alles da, was Musik braucht. Und das total ungekünstelt und ohne irgendwelche Attitüden, die es gar nicht braucht. Und die Leute da draußen merken das auch, was dieser Typ da auch mitbringt und was der auch für eine, so eine Magie auf eine gewisse Art und Weise in sich hat. Und ich habe da so fest daran geglaubt, dass jemand, der auf so eine tolle Art und Weise auf Deutsch singt und so berühren kann, dass das da draußen auch gesehen und gehört wird. Ich hatte diesen festen Glauben daran und der ist so unerschütterlich gewesen bis zum Finale, dass ich das einfach bis zur letzten Sekunde einfach so sehr auch für Egon gehofft habe, dass das funktioniert. Es geht mir nie ums reine Gewinnen. Aber dieses Mal bei Egon war es so, dass ich dachte, er hätte es einfach wahnsinnig verdient. Und ich glaube, ich habe noch nie so lange so viel gestrahlt wie an diesem Abend des Finales, weil ich mich einfach so für Egon gefreut habe, weil er sich so durch jede Runde gekämpft hat. Und auch im Finale haben wir auch einen Song zusammengesungen und da hat er noch einen kleinen Texthänger gehabt. Und da auch die Ruhe zu bewahren, einfach zu sagen, ich mache mich jetzt nicht kirre, ich bleibe konzentriert, ich ziehe das durch und es passiert, wegschieben, weitermachen. Da gehört mächtig viel dazu. Und ich freue mich einfach, dass die Leute zu Hause das auch so gesehen haben. Kann meine Hände nicht spüren. Ich lehnte damals den gewonnenen Plattenvertrag ab, um niemanden an meiner Seite zu haben, der mir vorschreibt, wer ich sein soll. Ich glaube, der Weg alleine ist total wichtig, um ein vollständiger Künstler zu sein und zu werden. Die Selbstfindungsphase, in der ich mich übrigens immer noch befinde, hört vielleicht auch nie wirklich auf und man hört ständig weiter durch den Nebel. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man überhaupt irgendwo mal ankommen muss. Wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann kann ich endlich wieder glücklich sein. Oder wenn ich diesen Termin hinter mir habe, dann bin ich zufrieden und bin angekommen. Nein, wir Menschen suchen uns ja eh automatisch immer neue Aufgaben und Ziele, nachdem wir eine Sache erledigt haben. Die Jagd nach Beschäftigung. Also wir haben als Silbermond während der Corona-Zeit sowas wie eine kleine, man kann schon sagen, Fernsehsendung entwickelt. In diesem Falle war es eine kleine Proberaumsendung hier aus unserem Proberaum raus. In der Corona-Zeit wissen wir alle noch, ne? Wir konnten uns nicht viel sehen, nicht viele Menschen konnten miteinander Dinge tun und vor allen Dingen konnten wir keine Konzerte spielen. Also haben wir als Band nach was gesucht, wie wir trotzdem Kontakt mit den Fans haben können und haben sozusagen eine kleine musikalische Show aus unserem Proberaum raus gestreamt. Als das Ganze so ein bisschen besser geworden ist, sage ich mal, und man wieder mehr Leute hier im Proberaum haben durfte, haben wir uns gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn wir auch so einen Gast mal in Real hatten. Ne? Vorher haben wir ab und zu mal ein paar Leute zugeschaltet, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und tatsächlich war Egon der allererste Live-Gast in unserer Silbermond-Webshow und es hätte irgendwie nicht passender sein können, weil Flügel aus Beton, der Song,
wurde so zu seinem in dieser Zeit. Und das hat uns ja auch, als Band, also uns beschäftigt das ja auch. Und ist ja auch was, worüber wir uns als Band ja natürlich dann auch wahnsinnig freuen. Ne? Wenn so ein Projekt, was ich oder natürlich auch wir als Silbermond dann machen wie Voice Kids, wenn das dann so aufgeht und so gut ausgeht, ist natürlich dann auch schön, wenn man das dann auch nochmal so Revue passieren lässt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Egon sich die Zeit genommen hat. Ich glaube, das war auch eine wahnsinnig aufregende und stressige Zeit für ihn. Aber ich glaube, wir hatten echt Spaß. Wir haben hier kurz geprobt und dann zusammen gesungen und das war eine schöne Sendung. Man weiß nie, wann Situationen, Chancen, ja sogar das Leben plötzlich vorbei sein kann. Deshalb probiere ich aus jeder Sekunde meines Lebens das Beste zu machen. Manchmal frage ich mich, was gewesen wäre, hätte ich diesen Major Label Deal angenommen. Vielleicht wäre ich viel erfolgreicher als jetzt. Der hätte Titel übergeholfen bekommen, die schon Sack und Tüten haben. Hätten sie gedacht, das und das passt zu ihm, dann wäre er nur Darsteller gewesen. Nun hat er innerhalb eines Jahres sich ein ganzes Programm zusammengebaut, was er wahrscheinlich nie gemacht hätte, wenn er zu der Firma gegangen wäre. Er war 15. Ich bin der Meinung, ein Talent, das muss wachsen. Und es muss auch so ganz homogen wachsen. Und ich finde es immer erschreckend, wenn Menschen durch diese 15 Minuten Ruhm, den heutzutage jeder haben möchte, wenn die so hochgepusht werden und dann weg. Wollte ich nicht. Im Endeffekt bin ich aber froh, dass das alles so gekommen ist, wie es nun mal kam. Ich habe vielleicht kein Budget für irgendwas und auch keine Millionen Streams. Ich kann aber dafür genau das machen, worauf ich Lust habe. Jeder verdiente Cent fließt momentan direkt wieder in meine Kunst. Jeden Monat stelle ich mir die Frage, wie ich mir den nächsten Song leisten kann und wie ich noch all die offenen Rechnungen bezahlen soll. Ich erwarte viel von mir selbst, habe viele Visionen und starte neue Projekte. Danke an die Menschen, die mir das alles ermöglichen. Auch wenn es manchmal wirklich anstrengend mit mir sein kann. Und ich habe diese Gesangsanfänge gehört und ich sag so wirklich immer, auch Egon, ganz ehrlich, ich muss manchmal die Ohren zuhalten, weil mir das richtig weh tat, weil ich dachte, oh, ich kann das nicht mehr aushalten. Und da habe ich immer gesagt, also wusste ja nie, wo es hingehen wird, aber habe immer gedacht, das Kind, der soll sich doch einmal mal ausprobieren. Was wir voneinander sehen, ist so viel. Wir sagen's nicht und spielen immer nur dasselbe alte Spiel. Haben Angst, uns zu verletzen und lügen uns nur an. Ich weiß nicht, wie lange ich's noch kann. Läuft's schon, Kamera? Ja, läuft. Oh, es läuft. Es läuft. Na, wer ist denn hinter der Kamera? Wer ist denn hinter der Kamera? Rade, mal, jawohl! Dein Schatzi! Wir sind im Studio hier, im Trix. Hallo.
auf den Flaggen, Neonfarben, Strand, Grill und machen wir, wie die weggelaufen sind, springen singend durch die Nächte, ohne Sinn und ohne Ziel, oh, erwartet nicht so viel. Manchmal bleibt nur die Enklave der eigenen Fantasie, denn dorthin kommen sie nie. Ich habe Egon kennengelernt über einen Freund, über Max Prosa. Der hat mir von ihm erzählt. Und dass es da wohl jemand gibt, der mit einem von Max Liedern sozusagen ziemlich großen Erfolg hatte und eine große Reichweite erlangt hat in einer TV-Musikshow. Ja, und dieses Video auf YouTube mehr Klicks hatte als all unsere Videos zusammen. Ich war erst skeptisch, weil ich hatte so einen Widerstand in mir. Ich wusste nicht, was mein Lied da zu suchen hat. Es ist kein klassischer Popsong. Ich dachte, es tut dem Lied vielleicht nicht gut. Und in der ersten Sekunde, vom ersten Akkord an, war klar, da passiert gerade was ganz Profundes, was nicht einfach so im Rahmen dieser Shows kommt und geht, so viele, sondern da wächst gerade was ganz Besonderes. Und mein Lied ist Teil davon. Und es hat mich berührt. Und ich wusste, ich habe schon gespürt, das wird der Ausgangspunkt von einer Reise, der Reise dieses Liedes, der Reise dieses Jungen. Und wir begleiten einander. Und es hat sich so schön ineinander verflochten seitdem. Dieser Auftritt bei The Voice wurde so berühmt, dass es dann nahe lag, daran anzuknüpfen. Und wir hatten ein paar Konzerte geplant in dem Frühjahr, und dann habe ich Egon gefragt, ob er mitkommt auf die Tour und Support spielt. Ich durfte dann auch Egon kennenlernen, und wir haben uns die ersten Male am Handy ausgetauscht und haben uns dann kennengelernt, letztendlich auf der Max Prosa Tour. Da war Egon Support und ich durfte ihn jeden Abend begleiten. Und das hat geklappt, und er war dabei und hat einen ganz besonderen und neuen Geist in diese Tour und in diese Crew gebracht. Das sind ja alles Musiker, die schon seit 10 Jahren oder mehr unterwegs waren. Für Egon war es die erste Tour. Das wussten alle, und es war so schön, dass sich das da so miteinander verbunden hat. Diese Routine und die Kraft der Musiker, die dort schon 10 Jahre unterwegs waren, und Egon mit seinem neuen Spirit. Das Schöne ist eigentlich bei Egon, dass immer wenn ich ihn sehe, sehe ich auch so das Musikmachen und so diese ersten Male, die er im Prinzip erlebt, so ein bisschen durch seine Augen. Und das bringt mir irgendwie ein wunderschönes Gefühl, weil es ist noch gar nicht so lange her bei mir. Aber trotzdem bringt dieser Beruf Musiker sein natürlich viel Routine mit sich. Und es ist was Wunderschönes, ihn dabei so beobachten zu dürfen und begleiten zu dürfen und letztendlich diese Energie, die er ausstrahlt, so ein Teil davon zu sein. Ja, es ist wahnsinnig ansteckend. Und ich muss sagen, Egon ist einer der beeindruckendsten Musiker, die ich jemals kennenlernen durfte. Und ich weiß noch, als wir in Erfurt waren beim letzten Konzert, da war es nach dem letzten Lied, sind wir zurück in die Garderobe, und es war so emotional, und aus Egon brach es plötzlich raus und ihm liefen Tränen runter, und er hat geweint. Und Sascha war noch auf der Bühne, wir sind immer schon ein Stück vorher raus, er ist dann noch mal im Publikum gewesen, und kam rein und wollte eigentlich gerade sozusagen irgendwie feiern und sah dann die Stimmung in dem Raum und wusste, ah, hier geht gerade was anderes ab. Und für uns war es aber so berührend, ich habe mich davon so kriegen lassen, weil es ist nicht so klar, dass es einfach immer weitergeht. Zwar ist es dann so besonders, weil diese Emotion dadurch war es, dass es, die Tour ist jetzt vorbei und wer weiß, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich immer so. Wir haben uns nur daran gewöhnt, dass es immer weitergeht. Aber eigentlich stimmt es, sind diese Momente so besonders und wertvoll, dass man dafür ruhig Tränen vergießen kann, wenn man da zusammen singt für die Menschen, die in dem Moment gerade da sind und die in der Konstellation auch nie wieder zusammen sein werden. Auch wenn es nur 5, 6 Konzerte waren, werden die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und dann ging es weiter mit der Silbermond-Support-Tour, wo ich auch einige Konzerte mit ihm zusammen erleben durfte. Wir sind in Dresden. Filmnächte am Elbufer, so heißt das hier. Wunderschöner Ort, muss man sagen. Und da ist Egon. Das ist natürlich noch schöner als der Anblick der Altstadt. Gestern waren schon 12.000 Menschen da und heute sind noch mal 3.000 Menschen mehr da.
Das wird, glaube ich, echt crazy. Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt gerade. Und für die Leute, die es sind. Crazy. Und wir machen den Energiekreis. Ja. Also für uns als Band war der Sommer 2022 auch ein wahnsinnig besonderer, weil wir ja die zwei Jahre zuvor gar nicht live unterwegs sein konnten. Deswegen war das eh irgendwie gefüllt mit wahnsinnig viel Emotionen und Vorfreude und Bock auf die Bühne und aufs Live-Spielen. Und ich finde, gerade jetzt in der Zeit ist der wichtigste und der beste Slot, den du einem Künstler geben kannst, um seine Musik zu zeigen und um sich selber zu zeigen, ist das Live-Spielen und ist die Bühne. Und wir können so einen Slot geben. Und ich habe zu den Jungs gesagt, ey, wollen wir nicht Egon mitnehmen? Der ist ein Typ, der macht bodenständige Musik, der kann irgendwie Gitarre spielen, der kann sich ans Klavier setzen, der kann sich selber begleiten, dem ist das irgendwie in die Wiege gelegt. Und wollen wir ihm nicht die Chance geben? Und natürlich war auch der Gedanke da, pfui, wie viele Live-Gigs hat er schon gespielt? Vor wie vielen Leuten stand er denn eigentlich, ne? Ich glaube, es waren nicht so viele Konzerte, die er vorher schon gegeben hat. Ich glaube, so ein bisschen mit seinem Vater, ab und zu auch mal bei Max Prosa oder so. Und das ist dann schon ein anderes Ding, in Dresden vor 15.000 Leuten zu stehen. Ne? Und irgendwie dachte ich aber, nö, da war wieder dieses Gefühl da, was ich auch beim Buzzern hatte. Ich dachte, nö, das wird er gut machen. Er hat irgendwie so das Herz an der richtigen Stelle und er weiß, wo er steht, dass er das einschätzen kann, was es bedeutet, so eine Chance zu bekommen. Und dass er sich dahinter klemmt und dass er sich gut vorbereitet und dass er sich genau überlegen wird, welchen Egon will ich den Leuten denn auf der Bühne zeigen? Wer bin ich denn eigentlich auch als Musiker? Wo stehe ich mit meiner Stimme? Und das hat er gemacht, hat uns auch nicht enttäuscht und hat, glaube ich, sehr, sehr viele Fans in den ersten Reihen gewonnen. Und dann letztendlich seine erste eigene Tour, ja.
Egon verkörpert das Musikersein, finde ich, wie sehr, sehr wenige das nur tun. Man merkt, dass er das ist und nicht erst werden muss. Und er scheint ganz, ganz klar zu sein. Mit sich erstmal im Reinen, als Persönlichkeit gewachsen, als Musiker gewachsen. Das finde ich wahnsinnig erstaunlich, weil ich viele Leute natürlich auf ihrem Weg begleiten darf und begleiten durfte. Und Egon jemand ist, wo ich sage, wo nimmt er das her? Es ist für mich manchmal unbegreiflich. Die Bild-Zeitung würde titulieren, wenn Mozart heute leben würde, wäre das Egon Werler. Jedenfalls ja, macht es mir einfach jedes Mal eine riesige Freude, mit Egon Musik zu machen, weil egal, wo ich mit ihm hinkomme, egal, ob Leute nicht in den Club kommen und Egon deshalb nochmal rausgeht und sich mit der Gitarre auf die Straße setzt, egal, ob wir kleinste Konzerte spielen vor 20 Leuten oder halt seine eigenen vor 200, 300, habe ich das Gefühl, ich stehe mit jemandem auf der Bühne, der das lebt und der was will, der was zu erzählen hat. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, auch wenn es nur 20 Leute im Publikum sind, ich stehe hier mit Egon Werler bei Rock am Ring vor 80.000 Leuten. Und das ist dieses Gefühl, was er einem gibt als Musiker. Es tut mir mega leid, dass ich alle... Wollen wir uns alle zusammen hinsetzen, dann ist es nicht so... Das war im Dixi-Klo auch nicht. Ich trau mich nicht, du sprichst es aus. Lässt es so stehen, ich mach nichts drauf. Ich verschwunden, Sand gebaut. Ich wusste nicht, wie ich dich brauch. Wir träumen einen Augenblick zu lang. Wir leben dort am Straßenrand. Er ist immer ansprechbar, er hat keine Allüren und es machen nicht nur diese 2 Stunden Musik machen auf der Bühne mit ihm Spaß, sondern auch diese 22 Stunden drumherum. Das ist nämlich auch ganz schön wichtig, dass das stimmig ist. Und insofern muss ich wirklich sagen, ich bin großer Fan und ja, bin dankbar, ein Teil von seiner Reise zu sein. So, und jetzt genug geschleimt, Freunde. Das ist die Wahrheit, ja. So schön, wie sie ist wahr. Tschüss. Ich zerbreche mir viel zu oft den Kopf über alles Mögliche. Ich glaube, dass ich einfach mal einen kühlen Kopf bewahren muss und bestimmte Dinge auch ruhig mal abgeben kann an mein Team. Es ist ein langer Weg, aber vielleicht lande ich ja eines Tages den mega TikTok-Ultra-Hit und habe ganz viel Geld, Frauen und Ruhm. Nee, das ist alles vergänglich und bleibt wertlos. Die Dinge, die für die Ewigkeit bleiben, sind die Freundschaften und die Liebe zur Musik. Die Storys, die wir später mal erzählen werden, schreiben wir jetzt. Und das ist das, was bleibt. Ich bin dankbar für jede Sekunde, in der ich das tun darf, was ich liebe. Ich bin Egon. Zukunftsblick, was wünschst du dir für Egon, für seine vielleicht seine weitere Karriere? Also wenn ich so auf unsere Bandgeschichte gucke, dann klar waren wir immer fleißig und hatten auch immer den Willen und den Bock, ne, Musik zu machen und hatten auch immer Spaß dran. Aber es braucht auch Leute, die einem helfen und es braucht ein tolles Team. Und das wünsche ich Egon, dass er ein Team um sich hat, die an ihn glauben, die ihn unterstützen, die ihm helfen, seine Vorstellungen umzusetzen. Und die, ja, bei denen er sich irgendwie safe fühlt, so. Und ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste, dass die Basis stimmt und dass man Menschen hat, die einem helfen, seine eigenen Träume so umzusetzen, dass man happy ist. Dass Egon auf Menschen trifft, die vielleicht auch jetzt, also in diesem ganzen Musik-Business-Konstrukt, ja, was ja auch jetzt durch diese letzten 3 Jahre nicht leichter wird, dass er wirklich auf Menschen trifft, die so Herzblut haben, ja, wie er das hat. Ich finde ihn erstaunlich erwachsen. Er ist professioneller als ich, auf jeden Fall. Er ist strukturierter als ich.
Ich gucke ihn mit Bewunderung an und denke, der hat eine gute Chance, ein ernstzunehmender Künstler zu sein. Ich wünsche mir einfach, ich habe immer gesagt, Egon, das Einzige, was ich möchte, war damals noch, dass du das Abitur machst. Alles andere, was du mit dem Leben machst, das ist dein Ding. Du sollst glücklich sein. Glücklich sein sollst du. Und das ist eigentlich mein allergrößter Wunsch. Ich habe gar kein anderes Bild für ihn. Ich wüsste nicht, was er sonst machen sollte, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich dich gerappt habe. Ja, genau. Gut. Sehr schön. Mein Herz in tausend Teile bricht. Naja. Möchtest du irgendwas trinken noch? Nee, passt nicht. Ich hätte das auch. Oh, wow. Eine Stunde. Ist mir egal. Scheißegal. Nee. Damit ich wieder gewinne. Wow. Ey, Brudi, warum bist du schon abgehauen? Das ist manchmal echt so. Fuck, Digga, jetzt hab ich's verkackt. Es ist voll weird, in diese Ecke zu gucken. Es ist so richtig weird. So. Unserer gemacht, von dir statt der Playlist. Die ganze Nacht, weißt du noch, als wir philosophiert haben über alles, was wir noch nicht probiert haben. Weißt du gar nicht, dass ich dich gehört. Wo guck ich denn eigentlich hin? Kann ich gerne dich angucken oder kann ich so daneben gucken oder was ist denn das? Ist? Ich hab unsere Ziele jetzt allein sich vereint. Du, wir seit kurzer Zeit gefremdet bist. Und ich sehe, wie deine Jacke in meinem Schrank hängt. Sorry und mein Lächeln, wenn ich kurz daran denk. Frag mich grad, warum du immer einfach wegrennst. Wenn ich jetzt falle, hab ich niemanden, ja, die sollen über dich fliegen. Ich dachte, sowas hätte für ewig, man nennt sowas gibt zu sehen. Wir teilen nur noch Erinnerung statt unsere ganze Welt. Sag mal, denkst du an diesen Rahmen? Und wünsch dir aus, wie damals. Weißt du gar nicht, dass ich dich geratet hab, vermiss, obwohl du in mein Herz in tausend Teile brichst. Die quatschen ja wirklich nur, willst du machen? Gut! Es ist auch so schön, schönes Lied. Das ist noch nicht raus, ne? Dann gibt's noch die. Was Kids mitgemacht hat. So, und jetzt genug geschleimt, Freunde. Tschüss. Mir seit kurzer Zeit ein Fremder bist.